Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auswald. Unser heutiges Thema: Cholesterin und Herz-Kreislauf-Erkrankung. Ist kein einfaches Thema. Sehr interessant, wird wahrscheinlich auch viele mit betreffen, die das hier sehen. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Jetzt das letzte Webinar für dieses Jahr. Da war mir das ein Anliegen, nochmal über Cholesterin und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sprechen. Und weil sich ein paar beschwert haben, dass der Hintergrund bei mir immer so langweilig ist, passend zu unserem heutigen Thema mal ein bisschen Grünzeug eingefügt. Und ich werde wahrscheinlich immer mal mich während der Präsentation umdrehen und Tomaten fressen. Also herzlichen Glückwunsch. So, zum Ablauf. Für ein paar rede ich immer zu leise, auch wenn ich hier ein Radio-Podcast-Mikrofon habe. Bitte dann Kopfhörer verwenden, das sieht man jetzt nicht so. Ja, Kopfhörer. Dann bin ich eigentlich auch für alle laut genug, für alle, wo die Technik nicht funktioniert. So gegen 19 Uhr, kurz nach 19 Uhr, wird jeder, der das hier sieht, eine E-Mail bekommen. In der E-Mail befindet sich das Skript und die Aufzeichnung und noch ein paar weitere Tipps und Tricks. Also, wenn irgendwas ist oder wenn ihr zwischendurch merkt, es reicht an der Zeit nicht, dann bekommt ihr dann noch eine E-Mail mit allen weiteren Informationen zugeschickt, noch während dieses Webinars. Genau, ich würde sagen, wir beginnen direkt. Ich steige ein. Ich würde für diese Präsentation ungefähr 70 Minuten veranschlagen, weil es schon ein komplexes und wichtiges Thema ist. Und wichtig, dieses Webinar, diese Präsentation ist keine medizinische Beratung. Und bitte redet mit eurem Arzt, Hausarzt, Kardiologen, bevor ihr irgendwas an eurer Medikamentation oder sonstiges ändert. Dieses Webinar dient nur zu Informationszwecken. Ich bin kein Arzt. Bevor ihr irgendwas, vor allem wenn ihr eine Vorerkrankung habt, Medikamente einnehmt, bevor irgendwas ändert, bitte redet mit eurem Arzt drüber. Aber ich denke, ich gebe hier ein paar gute Impulse, wo jeder dann noch mal ein paar Entscheidungen treffen kann. Okay, das könnte ich besser machen. Das, was ich aktuell mache, ist vielleicht hier und da nicht so zielführend. Vielleicht gibt es auch ein paar Impulse und Inspirationen, einen Arzt aufzusuchen, der sich besser mit der Thematik auskennt. Es wird auch über Statine und erhöhte Cholesterinwerte gehen. Ja, jetzt würde ich vorschlagen, holen wir uns alle noch mal ein großes Glas Wasser. Weil ich am angefangen habe, werde ich 60, 70 Minuten brauchen. Danach bin ich noch für eine Live-Fragerunde zur Verfügung, so eine Stunde. Also wir haben genug Zeit. Und wenn Fragen schon während der Präsentation sind, schreibt mir gerne in den Chat. Ich nehme mir während der Präsentation auch Zeit, um auf Fragen einzugehen. Und für Fragen, wo ich finde, die interessieren die Allgemeinheit, werde ich die dann in der Fragerunde noch nachziehen und dort beantworten. Und wenn irgendwelche Fragen erst im Nachhinein aufkommen, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich bin ab nächster Woche im Urlaub. Ich weiß nicht, wann ich diese E-Mails beantworte, aber ich werde sie beantworten, das verspreche ich, aber wahrscheinlich nicht sofort. Aber wenn noch Fragen sind oder ihr erst diese Aufzeichnung hier ein paar Tage später anseht und noch Fragen sind, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Und bitte keine E-Mails schreiben, wo ihr Behandlungstipps einfordert. Ich bin kein Arzt. So, gehen wir los, kurz zum Ablauf. Ich habe es mal so aufgebaut. Wir reden erst ein bisschen über Cholesterin, was die Funktionen von Cholesterin im Körper sind. Ich gehe ein bisschen auf Laborwerte ein, damit ihr auch die Laborwerte besser verstehen und interpretieren könnt. Dann so zum Ablauf, wie es zu Infarkten kommt. Das ist ein Ablauf und wer den versteht, der versteht auch die Praxistipps, die ich dann geben werde, weil man bestimmte Sachen natürlich verhindern möchte. Ein paar Mythen und Unwahrheiten über das Thema Cholesterin und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und am Ende natürlich die Ursachen und wie du erhöhte Cholesterinwerte und generell dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf natürliche Weise lindern kannst. Warum ist das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankung, Cholesterin so wichtig? Ich glaube, das Thema ist jedem bewusst, aber trotzdem, um noch mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, die zeigen, wie wichtig das Thema für uns ist. 60% aller Erwachsenen in Deutschland haben erhöhte LDL-Cholesterinwerte. Das ist ein wichtiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und 60% aller Erwachsenen, das ist eine ganze Menge. Ungefähr dieselbe Menge aller Erwachsenen ist auch übergewichtig oder fettleibig. Das korreliert sehr stark. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland immer noch.
Es kommt jährlich zu 300.000 Herzinfarkten in Deutschland. Davon sind 50.000 mindestens tödlich. Und noch vor 125 Jahren waren Herzinfarkte in Deutschland sehr selten. Heute sind sie häufig. Heute ist eine Herz-Kreislauf-Erkrankung unsere häufigste Todesursache. Also hat sich in den letzten 100, 125 Jahren eine ganze Menge geändert und darüber soll es auch heute gehen. Nochmal zu zeigen, das ist die häufigste Todesursache in Deutschland. Das sind die häufigsten Todesursachen in NRW zwischen Ende Februar und Ende August. Und ganz weit oben natürlich die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dicht gefolgt von Krebs, dicht gefolgt von sonstigen Todesursachen, wo auch Infektionserkrankungen, auch iatrogene Erkrankungen, also Nebenwirkungen von Medikamenten. Dann kann die Atmungssystemerkrankungen, Asthma, COPD, auch Grippeerkrankungen, dann kommen die Verdauungserkrankungen, dann mit also schon großen Abstand kommen Corona-bedingte Erkrankungen. Nur mal so ein bisschen die Zahlen zu zeigen, dann kommen Stürze, Suizid, Verkehrsunfälle. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ein alltägliches und wirklich auch wichtiges Thema und das wollen wir ein bisschen besser verstehen. Zunächst mal, was ist Cholesterin? Also ihr werdet merken, ich werde in der Präsentation hauptsächlich über Cholesterin reden und aber auch immer mal die Brücke schlagen zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also es geht nicht ohne Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir können nicht nur über Cholesterin reden. Wir wollen immer auch das große Ganze im Auge behalten. Aber Cholesterin ist ein bisschen das Überthema und es soll auch immer ein bisschen Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit inkludiert werden. So, Cholesterin ist ein fettlöslicher Alkohol. Hier seht ihr die Struktur von Cholesterin für die Chemiker hier. Es ist wirklich ein absolut fettlöslicher Stoff mit einer kleinen Alkoholgruppe. Und jeder menschliche Körper enthält 150 Gramm Cholesterin. Das ist eines der häufigsten Stoffe im menschlichen Körper. Am häufigsten kommt Cholesterin im Gehirn, im Blut und in den Nervenbahnen vor. Es hat dort wichtige Funktionen, vor allem im Gehirn und Nervenbahnen. Die Leber kann Cholesterin selbst bilden. Wir nehmen es jedoch auch aus der Nahrung auf und je nachdem, wie viel wir aus der Nahrung aufnehmen und wie viel die Leber selber bildet oder wie unser Blutpegel ist, kann unser Körper das eigentlich selbst regulieren. Der Transport im Blut, weil Cholesterin nicht wasserlöslich ist, im Blut wird Cholesterin in Lipoproteinen transportiert. Das sind Proteine, die Fette transportieren. Und die zwei wichtigsten Lipoproteine sind HDL und LDL. Auf die werden wir auch noch eingehen. Erhöhte Cholesterinwerte werden mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Das ist ein wichtiges Statement, auf das wir immer mal wieder zurückkommen werden. Cholesterin ist ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es ist nicht der Risikofaktor, es ist nur einer. Und ein erhöhter Cholesterinwert alleine ist noch kein Indiz dafür, dass irgendjemand Statine einnehmen sollte oder ein absoluter Risikofall für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. Damit das passiert, müssen viele Sachen zusammenkommen und Cholesterin ist nur ein Risikofaktor, der jedoch relativ gut erforscht ist. Cholesterin, seht ihr, ist erstmal nur ein fettlöslicher Alkohol, von dem wir relativ viel in unserem Körper haben, was schon mal zeigt, dass es wichtig für unseren Körper ist. Funktion von Cholesterin, das habe ich jetzt relativ schmucklos hier hingeschrieben, Stabilisierung der Zellmembranen. In jeder einzelnen Zelle in unserem Körper, wir haben 30 bis 40 Billionen Zellen in unserem Körper, in jeder einzelnen Zelle kommt Cholesterin vor, in der Zellmembran. Und zwar ist unsere Zellmembran die Außenhülle für jede einzelne Zelle in unserem Körper. Und eine Zellmembran sollte ein ideales Verhältnis aus Cholesterin und mehrfach ungesättigten Fettsäuren haben. Cholesterin macht eine Zellmembran stabil und fest. Und Omega-3 und 6-Fettsäuren machen eine Zellmembran flexibel. Und es sollte ein gutes Verhältnis vorkommen. Wenn wir zu viel Cholesterin in der Zellmembran haben, dann wird die Zelle steif. Wenn wir zu wenig Cholesterin in der Zellmembran haben, dann wird die Zellmembran zu beweglich und ist zu anfällig für Entzündungen. Also Zellmembranen brauchen Cholesterin, um fest und intakt zu sein.
Dann ist Cholesterin Teil der Schutzschicht um Nervenzellen. Unsere Nervenzellen sind wie elektrische, oder die Nervenbahnen in unserem Körper sind wie elektrische Leitungen. Die müssen gut isoliert sein, damit der Strom fließen kann. Und Teil dieser Schutzschicht, das nennen wir Myelinscheide, ist Cholesterin. Cholesterin ist sehr wichtig, damit diese Myelinscheide isoliert wird, stabil ist und auch fest ist. Dann ist Cholesterin ein wichtiger Ausgangsstoff für Hormone, für die Steroidhormone. Das hier ist das Grundgerüst für Steroidhormone. Und alle Steroidhormone in unserem Körper werden aus Cholesterin gebildet. Die Sexualhormone wie Testosteron, Östradiol, Stresshormone wie Cortisol, DHEA, Progesteron, Aldosteron, Vitamin D wird auch aus Cholesterin gebildet. Und Cholesterin ist ein wichtiger Bestandteil für die Galle. Die Galle bildet unsere Leber. Wenn wir was gegessen haben, wird die oder abgegeben in den Dünndarm, in den Zwölffingerdarm, um Fette aufzunehmen. Fette aus unserer Nahrung und fettlösliche Vitamine. Und diese vier Funktionen zeigen schon mal, dass Cholesterin echt wichtig für unsere Gesundheit ist. Und Cholesterin immer nur zu verteufeln, es ist ein Stoff, der sehr hochkonzentriert in unserem Körper vorkommt, der sehr wichtig ist, der fundamentale Funktionen hat, der schon mal zeigt, dass wir nicht um jeden Preis Cholesterin senken sollten. Dass es natürlich ein Risikofaktor sein kann, aber zunächst einmal wichtig für unsere Gesundheit ist. Ich würde gerne mit den Laborwerten direkt anfangen. Die wichtigsten Laborwerte um Cholesterin sind einmal das Gesamtcholesterin. Das ist das gesamte Cholesterin, das im Blut vorliegt. Und dann spaltet man auf. Wir haben ja gesagt, Cholesterin löst sich nicht in Wasser. Das heißt, im Blut muss es gebunden, transportiert werden. Die wichtigsten Transporter im Blut für Cholesterin sind die HDL- und LDL-Proteine. Das heißt dann High-Density-Lipoprotein und Low-Density-Lipoprotein. High-Density heißt, es hat eine hohe Dichte, also es ist ein sehr dicht und festgepacktes Protein, wo innen in der Mitte sehr dicht gepackt auch Cholesterine und andere Fette vorliegen. Und das LDL ist ein eher großes und eher fluffiges Protein, das nicht sehr dicht ist und in der Mitte relativ viel Cholesterin gelagert hat. Und wer sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, HDL ist eigentlich ein guter Marker. Also je höher das HDL, desto besser. Und das LDL ist eher eigentlich der Risikomarker. Wir gucken uns das Gesamtcholesterin an. Wenn das Gesamtcholesterin erhöht ist, beziehungsweise grenzwertig ist, gucken wir uns auch HDL und LDL an. Also das ist das gesamte Protein, das im HDL oder im LDL gebunden ist. Und dann aus den Verhältnissen dieser zwei Proteine können wir ein bisschen was ableiten, um das HDL wird so als gutes Cholesterin, das LDL eher als schlechtes Cholesterin sehr stark vereinfacht. Das ist eine Vereinfachung, okay. Als Eselsbrücke, HDL, hab dich lieb, LDL, lass das lieber. Also das ist eher das Cholesterin, das mit Gesundheit assoziiert wird und das ist das Cholesterin, das Probleme verursachen kann. Wichtig, beide Proteine sind unterschiedlich. Also es gibt noch Unterteilungen, es gibt auch noch VLDL, es gibt SDLDL. Aber um das hier möglichst einfach zu halten, beschränke ich mich jetzt auf HDL und LDL. So, HDL transportiert Cholesterin zurück zur Leber und LDL transportiert Cholesterin von der Leber in den Körper. Also das, was wir aus der Nahrung aufnehmen und das, was die Leber bildet an Cholesterin, wird über LDL im gesamten Körper verteilt. Und LDL ist mit einem erhöhten Risiko assoziiert, weil das Cholesterin aus dem LDL-Protein relativ leicht ausflocken und ja, abhauen kann im Grunde. Und HDL ist das Protein, das Cholesterin vom Körper zurück zur Leber transportiert. Und HDL hat ein sehr hohes Bindevermögen. Es ist auch so ein bisschen wie ein Staubsauger. Also es kann auch freies Cholesterin, das im Blut schwimmt, das quasi aus dem LDL ausgebüxt ist, kann das HDL wieder einfangen. Es kann Cholesterin, das sich an den Gefäßwänden bereits abgeschieden hat, teilweise wieder einsammeln. Also es ist wirklich wie so eine Art Staubsauger, der die Blutgefäße auch von Cholesterin freihalten kann. Deswegen ist es wichtig, dass wir ausreichend HDL haben und nicht zu hoch LDL. Ja, um auch nochmal das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hier mit in den Kontext zu bringen. Wir gucken uns auch immer an die Verhältnisse zwischen HDL und LDL. Und es muss ein bestimmtes Verhältnis da sein.
damit wir einschätzen können, wie hoch das Risiko für Atherosklerose und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. Und das hier könnt ihr gerne als Richtwert hernehmen. Das habe ich jetzt von einem sehr guten Buch von Christoph Michalk entnommen, Biochemie verstehen. Wenn das HDL hoch genug ist, ungefähr ab einer Menge von 55 bis 60, ist das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung sehr niedrig. Also ihr seht in diesem Bereich hier, je nachdem wie HDL und LDL ist, in diesem Bereich ist das Risiko sehr gering. Hier haben wir schon ein erhöhtes Risiko und in diesem Bereich ist es sehr wahrscheinlich, dass sich Ablagerungen in den Blutgefäßen ergeben. So, und ihr könnt jetzt einfach mal eure Blutwerte hernehmen und vergleichen. Ab einem Wert von spätestens 60, also HDL 60, ist das Risiko wirklich sehr gering. Und bei einem HDL-Wert von unter 40 ist es schon kritisch. Auf der anderen Seite sollte der LDL-Wert bei einem entsprechenden Verhältnis HDL-LDL nicht höher als 160, 70 sein. Ja? So, das sind die Gesamtwerte. So als Faustregel, das Verhältnis von LDL zu HDL sollte nicht größer als 2,5 sein. Wichtig ist das Verhältnis, wichtig ist auch das Gesamtcholesterin, klar, aber vor allem, wie ist die Aufteilung in LDL und HDL? Und das ist auch wieder, das ist ein wichtiger Marker, aber nur ein Teil des Ganzen. Aber das ist schon mal, ihr merkt selber, je nachdem, wie eure Blutwerte sind, kann jeder mal ein bisschen jetzt nachprüfen und den eigenen Körper auch ein bisschen besser verstehen. So, Triglyceride, wir gehen ab von den Cholesterinen, gehen wir jetzt mal kurz zu den Triglyceriden. Triglyceride sind für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein genauso wichtiger Risikofaktor für Cholesterin. Triglyceride sind alle Fettsäuren, die in unserem Blut vorkommen, entweder freie Fettsäuren oder auch an Proteine gebunden, sind ein ebenso wichtiger Risikofaktor wie das LDL-Cholesterin. Hohe Triglyceridwerte hängen vorrangig an Übergewicht, Zuckerkonsum und Alkoholkonsum. Also wenn wir übergewichtig sind, haben wir in der Regel auch einen hohen Triglyceridspiegel im Blut. Wenn wir viel Zucker essen und viel Alkohol trinken, haben wir auch einen erhöhten Triglyceridwert, weil diese zwei Dinge die Triglyceridbildung in der Leber sehr stark erhöhen. Bei einem Anstieg der Triglyceride um 82 Milligramm pro Deziliter verdoppelt sich das Sterblichkeitsrisiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also bitte nicht nur das Cholesterin, sondern auch die Triglyceride angucken. Und wenn ihr erhöhte Triglyceride habt, Medikamente sind nur das Pflaster, die wirkliche Hilfe für euren Körper, weniger Zucker, weniger Alkohol und vor allem Übergewicht abbauen. Eine ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren und Ausdauersport in dieser Verbindung kann die Triglyceridspiegel halbieren. Damit meinen wir eine ausreichende Versorgung von 3 bis 4 Gramm Omega-3-Fettsäuren am Tag. Und ich versuche jetzt auch immer mal die Brücke zu schlagen zu anderen Webinaren, die wir bereits hatten. Und Ausdauersport, also nicht joggen, bis das Herz platzt, sondern entspannt und ausdauernd. Also für die Sportler hier ungefähr 60% der maximalen Herzfrequenz. Also sollte, man sagt nicht umsonst, Ausdauersport, also Joggen, Nordic Walking, Radfahren, Wandern, Schwimmen, so dass man sich noch dabei unterhalten kann, ist das ideale Tempo, um die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu unterstützen und vor allem die Triglyceridspiegel zu senken. Und in der Verbindung mit Omega-3-Fettsäuren ist es publiziert, unter anderem im Buch von Dr. Schmiedl, dass man damit erhöhte Triglyceridspiegel halbieren kann. Weitere wichtige Laborwerte, ihr guckt hier auf der linken Seite, sind die wichtigsten Laborwerte zur Einschätzung der Herz-Kreislauf-Gesundheit und des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die wichtigsten Laborwerte sind das Gesamtcholesterin, HDL, LDL, Triglyceride. Das Gesamtcholesterin im Idealfall unter 200, Triglyceride im Idealfall unter 150. Und wenn hier erhöhte Werte sind und ihr auch anderweitig Risikopatienten seid, dazu kommen wir gleich, wenn diese Werte problematisch sind, dann gucken wir uns auch diese Werte auf der rechten Seite an. Also wenn der Gesamtcholesterinwert erhöht ist, dann sollte der Arzt nicht sofort seinen Rezeptblock zücken und Statine verschreiben. Dann sollten wir nämlich erstmal diese Werte hier abklären. Und auch wenn diese Werte hier problematisch sind, können wir über die Medikamente reden. Wenn diese Werte hier nicht problematisch sind, dann sollten die Medikamente gut überlegt werden, bevor man sie einnimmt. Nämlich, wenn diese Werte erhöht sind, dann sind auch Nüchtern- und Langzeitblutzucker wichtig. Dann gucken wir uns die Oxidationswerte an. Also das oxidierte LDL-Cholesterin. Und dazu komme ich auch gleich noch. Es ist das oxidierte LDL-Cholesterin, das sich an den Gefäßwänden ablagert. Das heißt,
Ein erhöhter Cholesterinwert ist kein Problem, wenn die Oxidationswerte quasi bei Null sind. Wir gucken uns das Homozystein an, das ist auch ein Risikomarker, der, wenn er erhöht ist, mit der Gabe von B-Vitaminen gesenkt werden kann. Wir gucken uns Fibrinogen an. Wir gucken uns die Entzündungswerte an, also HSCRP und die Blutsenkegeschwindigkeit, um auch abzuklären, ob chronische Entzündungen im Körper vorliegen, weil auch Entzündungen Cholesterin oxidieren. Dann gucken wir uns Lipoprotein A an. Das ist ein genetisch determinierter Risikofaktor, der noch nicht gut erforscht ist, aber wo man einfach mal nachgucken kann im Blut, ist er erhöht oder nicht. Wir gucken uns Vitamin D an. Vitamin D sollte ausreichend da sein, weil ein Vitamin D-Mangel auch mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert wird. Und wir gucken uns den Omega-3-Index an, der über 8 sein sollte. Und das ist eigentlich das perfekte Schema, wie man vorgeht, um das Risiko abzuklären für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und was getan werden sollte, wenn das Cholesterin erhöht ist und man ein Risikopatient ist. Also wenn diese Werte erhöht sind, dann gucken wir uns auch diese Werte an. Und auch wenn die erhöht sind, dann erst sollten Medikamente in den Raum gestellt werden, vorher nicht. Weitere Risikofaktoren, die ich gerade genannt habe, wenn in der Familie Cholesterinprobleme vorliegen, wenn ihr übergewichtig seid, raucht, Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes, erhöhte Harnsäurewerte, was auch ein Faktor, ein Signal für Entzündungen ist, viel, viel Stress im Alltag und wenn noch andere chronisch entzündliche Erkrankungen vorliegen, zum Beispiel Autoimmunerkrankungen. Das sind die anderen Risikofaktoren. Wenn mehr davon vorliegen, ja, sollte man im Blut genauer nachgucken. Und das kann dann auch die Medikamentengabe nötig machen, muss es aber nicht. So, und mit dem Ganzen der letzten Folien, das sind Sachen, die ihr mal im Blut nachmessen könnt und solltet. Und um das Risiko einzuschätzen, gibt es Risikorechner, die auf Basis von wissenschaftlichen Studien, von sehr guten Studien getätigt wurden. Und sowohl ihr als auch der Arzt sollte, bevor Medikamente gegeben werden, vor allem Statine und Fibrate, bevor Medikamente gegeben werden, sollte mit einem Risikorechner das Risiko ausgerechnet werden, das Risiko für einen Herzinfarkt in den nächsten 10 Jahren. Also das ist, ich empfehle diesen Rechner, das ist auch der Rechner, den Dr. Schmiedl und viele Kardiologen empfehlen. Hier ist ein Link. Den Link findet ihr dann auch im Skript. Da könnt ihr einfach mal eure Blutwerte hernehmen, eure Risikofaktoren und dann rechnet euch dieser Rechner auf Basis von wissenschaftlichen Studien aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit ihr in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt erleiden könnt. Und wenn das Risiko über 10% ist, dann sollte mal über Medikamente nachgedacht werden. Ich habe das mal jetzt mit meinen Werten gemacht. Also ich bin noch relativ jung, habe keinen Diabetes, rauche nicht. Mein Blutdruck ist grenzwertig, aber nicht erhöht. Mein HDL-Cholesterin ist bei 60, mein Gesamtcholesterin knapp über 200 und meine Triglyceride relativ niedrig. Spuckt er mir ein Herzinfarktrisiko von 0,1% aus. Und das bitte einfach mal machen. Und wenn ein Wert von über 10% rauskommt, kann das ein Indikator sein, dass Medikamente hier das Sterblichkeitsrisiko bedeutend senken können. Aber ich werde in diesem Webinar auch noch viele weitere Tipps geben, was man noch machen kann. Aber das mit den Medikamenten, sie sind nicht immer gut und sie sind nicht immer schlecht. Sie können in vielen Fällen helfen, die Lebensqualität steigern und das Sterblichkeitsrisiko verringern, aber sie sollten nicht blind verschrieben werden. Und das möchte ich gerne vermitteln heute. So, Cholesterin ist an Gefäßerkrankungen beteiligt. Damit das jetzt mal klar wird, wie so eine Gefäßerkrankung abläuft. Und aufbauend auf Gefäßerkrankungen kommen dann so Sachen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Thrombosen und Atherosklerose. Wie läuft das ab? Cholesterin ist beteiligt, ist aber nur ein Risikofaktor von vielen. Das ist wichtig. Wie das abläuft. Es geht immer los, LDL-Cholesterin oxidiert und lagert sich an der Gefäßwand ab. Damit LDL-Cholesterin oxidiert, müssen meistens oxidativer Stress, chronische Entzündungen und sonstige Probleme bereits vorliegen. LDL-Cholesterin oxidiert nicht so zum Spaß und es oxidiert auch nicht in einer bestimmten Konzentration. Es muss
mit Entzündungen zusammenkommen. Aber das ist der entscheidende Schritt, den wir verhindern wollen, dass zu viel LDL-Cholesterin da ist und dass es oxidiert. So, wenn es oxidiert, dann flockt es aus, es bildet kleine Kristalle und lagert sich an den Gefäßwänden ab. Das sieht dann ungefähr so hier aus. Also es ist jetzt ein Schema. So sieht es dann aus, dass Cholesterin, wenn es oxidiert, wird es gelb, lagert sich an der Gefäßwand ab. Makrophagen, das sind Immunzellen, erkennen das als Fremdstoff, fressen das Cholesterin und wenn zu viel LDL-Cholesterin oxidiert und die Makrophagen zu viel davon essen, dann werden sie zu Schaumzellen. Also die mutieren dann und werden zu riesigen, fluffigen, toten Zellen. Das nennen sich Schaumzellen. Die Schaumzellen entzünden sich und platzen, wenn zu viel Cholesterin da ist. Durch diese Entzündung, also ihr könnt euch so vorstellen, Vorstufe, haben wir das Cholesterin. Immunzellen kommen und fressen das und versuchen das quasi zu beseitigen. Wenn zu viel oxidiertes LDL-Cholesterin da ist, dann entzünden sich die Schaumzellen und platzen und lagern sich dann hier ein. Also bevor sie platzen, verschwinden sie aus der Blutbahn und platzen dann im arteriellen Muskelgewebe. Wenn sie da platzen, ist hier eine Entzündungsreaktion. Das heißt, hier ist das Blutgefäß und an den Blutgefäßwänden und in der Muskulatur um die Blutgefäße rum kommt dann eine Entzündung. Durch diese Entzündung wuchern die Muskelzellen und durch diese Wucherung werden die Blutgefäße immer kleiner, immer enger. Das nennt sich dann Atherosklerose. Wir haben Ablagerungen, wir haben die Schaumzellen, die platzen, wir haben Wucherungen in den Muskelzellen und die Mischung aus dem allen sorgt dafür, dass die Blutgefäße enger werden. Das ist Atherosklerose. Dann die Ablagerungen an der Gefäßwand, damit sind diese Ablagerungen hier gemeint, die können auch platzen. Die sind nicht fest, die sind eher wie so ein Flummi. Und die können platzen, die können reißen, die können sich hier loslösen. Und wenn das passiert, verletzt sich die Gefäßwand. Wenn sich die Gefäßwand verletzt, haben wir ein Risiko für Blutungen, haben wir aber auch ein Risiko, weil diese Wunde hier vom Körper erkannt wird. Und wenn irgendwo eine Wunde ist, was passiert, wenn wir uns in den Finger schneiden, dann gerinnt das Blut. Und genau das passiert dann auch hier im Blutgefäß. Wenn hier eine Wunde ist, wenn sich dieser Pfropfen löst und eine Wunde hinterlässt, dann gerinnt das Blut hier und es kann sich ein Gerinnsel bilden. Und dieses Gerinnsel, das bedeutet, dass rote Blutkörperchen und Blutplättchen verklumpen, die versuchen, diese Wunde zu schließen, aber dieser Klumpen, dieses Blutgerinnsel, kann das Blutgefäß komplett verstopfen. Dieses Gerinnsel kann in die Lunge wandern und dort im Blutgefäß verstopfen. Das nennen wir dann Lungenembolie. Dieses Blutgerinnsel kann ins Herz wandern und die Herzkranzgefäße verstopfen. Das nennen wir dann Herzinfarkt. Dieses Gerinnsel kann ins Gehirn wandern und kann hier zu einem Verschluss führen und kann platzen. Das nennen wir dann Schlaganfall. Das war jetzt relativ komplex. Ich werde das nochmal vereinfachen. Also wir haben LDL-Cholesterin, das oxidiert und scheidet sich an der Gefäßwand ab. Immunzellen versuchen das zu verspeisen und aus der Blutbahn zu beseitigen. Wenn es zu viel oxidiertes LDL-Cholesterin ist, dann entzünden sich diese Immunzellen und platzen. Das führt zu Wucherungen, das führt zu weiteren Ablagerungen. Es führt zu einer Gefäßverengung. Und wenn sich diese Ablagerungen in einer Gefäßwand lösen oder reißen, dann bilden sich Blutgerinnsel. Und was ist der entscheidende Punkt? Für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist das hier der entscheidende Punkt, dass LDL-Cholesterin oxidiert. Und der entscheidende Punkt für die Sterblichkeit ist die Bildung von Blutgerinnseln. Das werden wir dann noch näher angucken. So, kurze Pause. Jetzt würde ich gerne mal ein paar Mythen über Cholesterin und Fakten erklären. Mythos 1: Jeder mit einem Cholesterinwert über 200 sollte behandelt werden. Manche Ärzte sind der Meinung.
Nein. Ein erhöhter Cholesterinwert ist noch kein Indiz. Es ist ein Risikofaktor von mehreren. Und bevor wir das sofort behandeln, das kann nämlich auch mehr Nachteile als Vorteile bedeuten, sollten wir uns Triglyceride, die HDL-LDL-Aufteilung und mehr angucken. Und vor der Behandlung sollte immer abgewogen werden, ob diese auch nötig ist. Ein Cholesterinwert von 200 plus Lebensalter ist noch akzeptabel, das hört man immer häufiger oder immer noch. Diese Aussage ist jedoch veraltet und Senioren sollten genauso eingehend untersucht werden wie junge Menschen. Wenn Risikofaktoren vorliegen und ein reelles Risiko da ist, dann sollte man über eine Behandlung nachdenken, aber Cholesterinwert von 200 plus Lebensalter ist komplett veraltet und wissenschaftlich leider nicht mehr haltbar. Einmal aufgetretene Gefäßerkrankungen wie Atherosklerose sind irreversibel. Auch das ist falsch. Ablagerungen können auch wieder abgebaut werden. Gefäßschäden können rückgängig gemacht werden. Das ist gut untersucht und beschrieben. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Alzheimer und Cholesterin. Jein. Es gibt einen Genotyp ApoE4. Mit diesem Genotyp haben wir ein, ich glaube, zwölffach erhöhtes Risiko für Alzheimer. Bei diesem Genotyp ist erhöhtes LDL-Cholesterin ein Risikofaktor für die Alzheimer-Demenz, wo man auch mal über Statine nachdenken könnte. Bei ApoE4 und Statingabe hat sich gezeigt, dass wir ein geringeres Risiko für Alzheimer haben können. Wenn kein ApoE4-Genotyp vorliegt, also eigentlich, wenn bei euch kein Alzheimer in der Familie vorliegt, dann habt ihr wahrscheinlich auch keinen ApoE4-Gentyp. Kann man aber untersuchen lassen. Falls kein ApoE4-Genotyp vorliegt, ist ein ausreichend hoher Cholesterinspiegel von 150 bis 250 bei der Alzheimer-Prävention wichtig, weil hatten wir, Cholesterin ist wichtig für unser Nervensystem und ist wichtig für unser Gehirn. Unser Gehirn besteht im Grunde, wenn man mal die ganzen Zellen abzieht, besteht unser Gehirn fast nur aus Cholesterin und Omega-3-Fettsäuren. Beides wichtig. Auch ein ausreichend hoher Cholesterinspiegel ist wichtig bei der Alzheimer-Prävention, damit unser Gehirn auch möglichst lange fit bleibt. Statine erhöhen das Risiko für Typ-2-Diabetes. Das ist richtig. Das ist mittlerweile erwiesen. Wer nachlesen möchte, hier ist eine Meta-Analyse. Unter Statineinnahme erhöht sich das Diabetesrisiko um 50%, weil Statine Langzeitkomplikationen mit sich bringen können, die das Diabetesrisiko erhöhen. Es hat natürlich alles immer Vor- und Nachteile. Ja? Statine, wenn sie wirklich gut eingesetzt werden und gebraucht werden, senken Statine das Sterblichkeitsrisiko drastisch, aber erhöhen eben auch das Diabetesrisiko. Und das sollte man abwägen. Und um das Diabetesrisiko zu vermindern, müsste man noch auf andere Sachen achten. Erkläre ich gleich. Aber Statine erhöhen das Risiko für Typ-2-Diabetes. Finde ich wichtig noch zu erwähnen. Medikamente haben immer Nebenwirkungen, natürliche Heilmittel nie. Nein, auch natürliche Heilmittel sind nicht frei von Nebenwirkungen und nicht alle Medikamente haben immer Nebenwirkungen, wenn man sie einnimmt. Also bitte kein Schwarz-Weiß-Denken. Natur sollte immer vor Pharma gehen, aber Pharma hat in bestimmten Situationen durchaus ihre Daseinsberechtigung und Vorteile für uns. So, jetzt würde ich gerne auf Cholesterinsenker eingehen. Und bitte, wenn ich hier zu schnell rede oder das alles zu viel ist, jeder bekommt die Aufzeichnung. Guckt es euch nochmal in Ruhe am Wochenende an. Ich möchte hier in diesen 70 Minuten möglichst gut aufklären. Mir ist aber bewusst, dass es für viele auch zu schnell sein kann. Dann gerne einfach nochmal in Ruhe oder bestimmte Sektionen nochmal in Ruhe angucken. Und bei Fragen gerne einfach bei mir melden. So, Statine. Statine sind natürliche Cholesterinsenker. Statine hemmen die Cholesterinbildung in unserer Leber, hemmen teilweise die Aufnahme aus der Nahrung und Statine, also vor allem die modernen, wirken auch entzündungshemmend. Also sind schon bei erhöhten Cholesterinwerten eine Möglichkeit. Wichtig. Wenn der Arzt einfach nur das Gesamtcholesterin sieht und bereits den Rezeptblock zur Statinverschreibung zückt, Arzt wechseln oder Zweitmeinung einholen. Nicht einfach, oh, ich habe erhöhtes Cholesterin, hier sind Ihre Statine.
erst eine Zweitmeinung einholen oder den Arzt einfach wechseln, einen naturheilkundlich versierten Arzt aufsuchen, aber nicht blind, nur weil das Cholesterin erhöht ist, Statine einnehmen. Nicht zielführend. Fragen, die man sich stellen sollte, bevor Statine eingenommen werden. Fragen, die ihr euch stellen solltet und die auch der Arzt stellen sollte. Sind die Triglyceride erhöht? Wie ist das LDL-HDL-Verhältnis? Liegen andere Risikofaktoren noch vor? Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes. Liegen bereits Gefäßerkrankungen vor? Also habt ihr schon mal Atherosklerose gehabt? Hattet ihr schon mal einen Schlaganfall, Herzinfarkt? Gibt es Gegenanzeigen und Nebenwirkungen des Medikaments, die man beachten sollte? Werden bereits andere Medikamente eingenommen? Je mehr Medikamente gleichzeitig eingenommen werden, desto häufiger oder schlimmer können die Interaktionen untereinander sein. Und wenn bereits fünf, sechs andere Medikamente eingenommen werden, sollte man sich wirklich gut überlegen, ob die Statine zusätzlich noch einen Nutzen bringen oder ein zu großes Risiko für Wechselwirkungen. Statine, ja oder nein? Ich gebe hier keine endgültige Antwort, aber ich helfe mal ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen und auch dem Arzt die richtigen Fragen zu stellen. Statine hemmen die Cholesterinsynthese in der Leber und wirken antioxidativ. Statine sind gut untersucht, haben Nebenwirkungen, haben aber auch Vorteile. Der Grundsatz bei der Statinverschreibung und Einnahme sollte sein, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Man sollte unterscheiden in Primär- und Sekundärprävention. Sekundärprävention heißt, du hast schon eine Erkrankung, eine Gefäßerkrankung oder hattest schon mal ein Ereignis wie Herzinfarkt, Schlaganfall. Wenn das der Fall ist, sind Statine sehr sinnvoll. Das ist aber, wenn schon eine Erkrankung vorliegt oder schon mal ein Ereignis stattgefunden hat. Bei der Primärprävention, das heißt, wenn die Gefäße noch keinen Schaden haben, wenn noch keine Erkrankung vorliegt, wenn einfach nur die Cholesterinwerte erhöht sind. Jein, nur wenn ihr wirklich Hochrisikopatient seid. Nehmt diesen Risikorechner. Wenn der Risikorechner 30% Risiko ausspeit, dann sollte man drüber nachdenken. Aber wenn ihr noch gesunde Gefäße habt, noch keinen Herzinfarkt etc. hattet, nur wenn das Risiko wirklich sehr hoch ist, sollte Statine eingenommen werden. Und selbst dann gibt es natürliche Alternativen. Aber das sollte schon mal hier helfen. Statine sind kein Garant dafür, dass kein Risiko mehr vorliegt. Ich habe auch schon Patienten gesehen mit einem Gesamtcholesterin von 100, extrem niedrig, die einen so entzündeten Stoffwechsel hatten, dass selbst bei einem Cholesterinwert von 100 die Blutgefäße komplett zu waren mit Ablagerungen. Also Statine senken das Cholesterin. Senken aber nicht immer auch die Ablagerungen in den Blutgefäßen vollständig. Bei der Sekundärprävention sind sie sinnvoll. Bei der Primärprävention sollte man wirklich gut drüber nachdenken. Also ich habe einen erhöhten Cholesterinwert über 200, aber habe ein sehr, sehr niedriges Risiko. Also bei mir, nein. Wenn ich jetzt ein Risiko von 12% hätte, dann könnte ich mal drüber nachdenken. Dann würde ich drüber nachdenken, ob ich die Risikofaktoren senken kann. Ich würde aber auch über natürliche Alternativen mal nachdenken, weil Statine nicht das Einzige sind, was Cholesterin senken kann. So. Ich hoffe, ich habe jetzt einige Antworten geklärt. Wenn Statine eingenommen werden, längerfristig haben sie Langzeitkomplikationen. Statine hemmen nicht nur die Synthese von Cholesterin, sondern auch von Coenzym Q10. Und das ist der Faktor, der das Diabetesrisiko erhöht. Ein Mangel an Q10 sorgt dafür, dass die Energieverwertung im Körper nicht mehr gut abläuft und der Körper einen Mangel an Coenzym Q10 erleidet. Das heißt, wer Statine einnimmt, sollte auch Coenzym Q10 einnehmen, 50 bis 100 Milligramm täglich. Statine erhöhen längerfristig Muskelabbau. Also Kreatinkinase ist ein Faktor im Blut, den man regelmäßig messen sollte. Und wenn der zu stark ansteigt, das heißt, die Muskeln zu stark abgebaut werden, dann sollte man ein anderes Statin nehmen, beziehungsweise darüber nachdenken, die Dosis zu reduzieren.
Es besteht ein erhöhtes Risiko für Niereninsuffizienz, also auch die Nierenwerte messen, und ein erhöhtes Risiko für Lebererkrankungen, also auch die Leberwerte regelmäßig messen. Und wenn das passiert, wenn jemand Hochrisikopatient ist, Statine einnimmt und regelmäßig diese Faktoren hier gemessen werden, dann ist das Risiko für Langzeitkomplikationen relativ gering. Das Wissen darüber hier ist aber nur bei wenigen Ärzten verankert, vor allem Q10. Also bitte auch ein bisschen Eigeninitiative dann beim Arzt zeigen, diese Werte messen lassen und im Notfall selber bezahlen. Roter Reis ist eine natürliche Alternative. Roter Reis entsteht, das ist, wenn man weißen Reis nimmt und einen ganz bestimmten Schimmelpilz diesen Reis fermentieren lässt. Und dieser Schimmelpilz bildet Statine. Und der Extrakt aus diesem roten Reis enthält Statine in einer geringen Dosierung. Aber es hat sich in Studien gezeigt, dass roter Reis den LDL-Cholesterinwert genauso stark senken kann wie reine Statine. Es hat dieselbe Wirkung und kann genauso effektiv wie Statine den LDL-Cholesterinwert senken, ohne die Nebenwirkungen und Langzeitkomplikationen. Das ist wichtig. Roter Reisextrakt enthält ein paar Milligramm Statine, aber noch viele andere wichtige Stoffe. Und wenn die Statine nicht isoliert vorkommen, sondern im Verbund, wie im roten Reis, dann haben sie keine Nebenwirkungen und Langzeitkomplikationen. Sie können den LDL-Cholesterinwert wirklich genauso stark senken, Homozysteinwert, Totalcholesterin, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es ist eine gute Alternative, über die man mal nachdenken sollte. Allerdings, wer bereits Medikamente einnimmt, roter Reis kann mit Medikamenten wechselwirken. Das bitte mit dem Arzt abklären. Aber vor allem, wenn ihr Hochrisikopatient seid, der Arzt euch Statine verschreiben will und ihr keine anderen Medikamente einnehmt, redet mit eurem Arzt mal über roten Reis und legt ihm diese Studien hier vor. Es gibt sogar Studien, also der Wirkstoff des Statin in rotem Reis, Monacolin K, ist chemisch absolut identisch mit Lovastatin, kann den Cholesterinwert bis zu 25% senken innerhalb von 8 Wochen. Denkt mal drüber nach und redet mit eurem Arzt drüber. So. Super spannendes Thema heute. So, jetzt reden wir über erhöhtes Cholesterin. Was sind die wichtigsten Ursachen für erhöhte Cholesterinwerte? Es sind hauptsächlich diese fünf. Es ist natürlich die Ernährung. Eine ungesunde Ernährung erhöht den Cholesterinspiegel. Eine gesunde Ernährung senkt ihn. Und eine gesunde Ernährung senkt auch die ganzen anderen Risikofaktoren, die meisten. Was erhöht Cholesterin in unserer Ernährung? Zucker, gesättigte Fette, Alkohol, verarbeitete Lebensmittel und wenig Ballaststoffe. Das sind die Sachen, die es hauptsächlich sind. Zucker und Alkohol erhöhen den Cholesterin. Bestimmte gesättigte Fette, vor allem aus Massentierhaltung. Verarbeitete Lebensmittel und Ballaststoffe brauchen wir, um Cholesterin auszuscheiden. Eine Schilddrüsenunterfunktion kann eine Ursache sein für erhöhte Cholesterinwerte, weil die Schilddrüsenhormone die Gallenbildung anregen und die Ausscheidung von Cholesterin im Körper anregen. Wenn unser Körper merkt, wir haben zu viel Cholesterin, dann versucht er, das auszuscheiden. Aber wenn wir zu wenig Ballaststoffe essen und eine Schilddrüsenunterfunktion haben, dann kann unser Körper das erhöhte Cholesterin nicht ausscheiden. Deswegen Schilddrüsenunterfunktion beseitigen. Bewegungsmangel. Sport erhöht HDL und senkt LDL und das Gesamtcholesterin. Unser Stoffwechsel ist ein anderer, wenn wir Sport treiben. Stress. Chronischer Stress erhöht LDL-Cholesterin. Das ist ein Schutzmechanismus unseres Körpers. Wenn er denkt, wir sind gestresst, ist Cholesterin auch ein Schutzfaktor, um unsere Zellen zu schützen, um mehr Cholesterin in die Zellmembran einzulagern. Bestimmte Medikamente können den Cholesterinwert erhöhen. Dazu zählen Cortison, Beta-Blocker, Diuretika, die Pille, Cyclosporin A und Anabolika. Das kann auch die Ursache dafür sein, dass der Cholesterinwert erhöht ist. So, jetzt kommt der eigentlich wichtigste Teil von diesem Webinar. Und jetzt haben wir noch, oh ja, viel Zeit. Und jetzt werde ich viele, viele Tipps und Tricks geben und Methoden wissenschaftlich fundiert, wie Cholesterin gesenkt werden kann. Nicht nur das, wie auch das Risiko für Gefäßerkrankungen
und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesenkt werden kann. Ganz, ganz wichtige Grundlage, die Ernährung. Also diese Folie kommt in fast jedem Webinar vor. Eine gesunde Ernährung ist das Wichtigste überhaupt für gesunde Cholesterin- und Blutwerte. Was Cholesterin senkt? Vollkorngetreide, Sauerteig und Pseudogetreide, Gemüse, Obst, Beeren, Pilze, besonders reiche Shiitake-Maitake, Fleisch und Eier aus artgerechter Haltung, Fisch und Meeresfrüchte, Gewürze, Kräuter, Kaffee, Tee, probiotische Milchprodukte und Getränke. So wie eine gesunde Ernährung aussehen sollte. Was nicht gut für den Cholesterinwert ist: Zucker, Alkohol, Fastfood, verarbeitete Lebensmittel, Weizen, Thunfisch, Fette, Milch, Käse, Sahne, Quark, Butter in hohen Mengen und alles aus Massentierhaltung. Und jetzt werden sicher ein paar Fragen kommen: Ah, was ist mit Eiern? Was ist mit Fleisch? Was ist mit Butter? Was ist mit Fisch? Dazu komme ich noch. Aber das ist erstmal die wichtigste Grundlage überhaupt. Das kommt in jedem Webinar vor. Gesunde Ernährung ist die Grundlage auch für Cholesterin. Mediterrane und nordische Ernährung. Es gibt ein paar Ernährungsformen, die mit einem niedrigeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert werden. Eine gute Richtschnur, eine gute Inspiration sind sowohl die mediterrane als auch die nordischen Ernährungsformen, die immer bekannter werden. Was sind die wichtigsten Aspekte, vor allem von der mediterranen Ernährung? Viel Salat, viel Gemüse, viel Obst, viel Frisch. Fleisch ist nur eine Beilage und kein Hauptgang. Viel Fisch. Kaltgepresstes Olivenöl, selber kochen, kein Fertigessen, soziale Aspekte, also nicht allein essen, zusammen mit Freunden, auch Alkohol, nur zusammen mit Freunden genießen, immer mal ein Glas Rotwein, aber nicht zu viel. Zum Beispiel, also Tomaten zum Beispiel hier, auch wichtig. So, nordische Ernährung ist ähnlich. Nordische Ernährung konzentriert sich eher auf Fisch, auf Beeren und auf Knollengemüse. Aber das sind ganz gute Grundempfehlungen. Eine Grundempfehlung, die ich nicht geben kann, ist mehrmals täglich Getreide zu essen, wie es die DGE macht. Aber das am Rande. Transfette meiden. Transfette sind der größte Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Ernährung. Haben, denke ich, die meisten hier schon mal gehört. Es gibt die natürlichen Transfette, wie sie in Muttermilch vorkommen. Ich rede hier über künstliche Transfette, die das Risiko erhöhen. Künstliche Transfette kommen vor in Fertigsoßen, Tütensuppen, Margarine, vor allem in Billigmargarine, Diätmargarine wenig, eher so billig. Frittierfett und Backfett, also wirklich Backfett. Und dazu meine ich nicht nur Croissants, sondern auch so Backmargarine, Backfett. Alles, was frittiert ist, viele Backwaren sind reich an Transfetten und Fastfood. Diese Lebensmittel gehören nicht in eine gesunde Ernährung und sollten nur die Ausnahme sein. Transfette entstehen aber auch bei der Erhitzung von Rapsöl, Sonnenblumenöl, Distelöl, Sojaöl, Leinöl und Hanföl. Diese Öle sollten, wenn dann, nur kalt verwendet werden. Rapsöl und Sonnenblumenöl werden gerne auch empfohlen zum Kochen und Braten. Davon rate ich ab, weil diese Öle nur kalt verwendet werden sollten. Wenn sie erhitzt werden, entstehen Transfette. Olivenöl ist sicher. Olivenöl kann zum Kochen und Braten verwendet werden. Kokosöl und Butter auch. Diese hier nicht. Ich empfehle für die kalte Küche eigentlich Olivenöl, Leinöl und Hanföl. So, was ist mit Butter? Butter wurde jahrelang verteufelt. Butter enthält ja viele gesättigte Fette und Cholesterin. Aber es wurde auch in guten Meta-Analysen untersucht und auch in guten Studien, was es jetzt mit Butter auf sich hat. Diese Studie finde ich sehr gut. Da wurde Versuchsteilnehmern also die sollten 4 Wochen lang täglich 50 Gramm Olivenöl, 50 Gramm Butter oder 50 Gramm Kokosöl konsumieren. Also eine ganze Menge. Nach 4 Wochen hat Butter die LDL- und HDL-Cholesterinwerte erhöht. Kokosöl und Olivenöl haben das HDL erhöht und das LDL gesenkt. Kokosöl hat die Triglyceride ein bisschen erhöht. Butter und Olivenöl haben die Triglyceride gesenkt. Was sagt uns das? Erstmal, Kokosöl ist kein Problem. Kokosöl wird oft verteufelt wegen seinen gesättigten Fetten. Kokosöl erhöht das HDL und senkt das LDL. Super.
Olivenöl genauso. Butter erhöht sowohl HDL als auch LDL-Cholesterin. Was heißt, wenn ein Risikopatient mit erhöhten Cholesterinwerten viel Butter isst, kann das ein Problem sein. Butter in geringen Mengen, das heißt so 10 Gramm am Tag, sind kein Problem. Erst in hohen Mengen und auch nur bei Risikopatienten kann Butter ein Problem darstellen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Sahne. Aber Butter und Kokosöl an sich sind keine Gifte. Kokosöl ist kein Problem. Wer stark übergewichtig ist, sollte statt Kokosöl lieber Olivenöl nehmen. Und Butter, wer Risikopatient ist, bitte nur in Maßen und nicht im Esslöffelbereich. Wie ist es mit Eiern? Es gibt Studien, viele gute Studien, die zeigen, dass der Cholesterinverzehr über die Nahrung deutlich mit einer erhöhten Sterblichkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert ist. Gesamtes Cholesterin über die Nahrung. Okay, Eier enthalten relativ viel Cholesterin, aber Eier erhöhen nicht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, denn Eier, oh, komme ich gleich noch dazu. Aber also, Cholesterin über die Nahrung kann ein Problem sein. Eier wurden davon ausgenommen. Es wurde statistisch mittlerweile einwandfrei untersucht und belegt, dass Eier nicht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Zumindest nicht in gesunden Mengen. Aber andere Cholesterinquellen in der Ernährung, vor allem fettes Fleisch und die Güte der Ernährung insgesamt, erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also auch hier, was sind unsere wichtigsten Cholesterinquellen in der Ernährung? Neben Eier, Fleisch, Innereien. Aber insgesamtige Güte der Ernährung ist wichtig. Also es ist auch wichtig, ob ich hier eine Salami aus Massentierhaltung habe oder ob ich ein Rinderfilet aus artgerechter Weidehaltung habe. Also Massentierhaltung ist nicht dasselbe wie artgerechte Haltung und verarbeitet ist nicht dasselbe wie unverarbeitet. Bleiben wir kurz bei Eiern. Zu Fleisch komme ich gleich noch. Eier erhöhen nicht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie enthalten zwar viel Cholesterin, aber sie erhöhen HDL und LDL-Cholesterin gleichermaßen, senken die körpereigene Cholesterinsynthese und Eier enthalten viel Cholin, was das Risiko für Gefäßerkrankungen senkt. Ergo, ein moderater Eikonsum, 1 bis 3 Eier täglich und eine schonende Zubereitung von Eiern, damit das Cholesterin nicht oxidiert, scheint nicht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erhöhen. An alle Bodybuilder, die das hier sehen und jeden Tag 6 Eier essen, kann ein Problem sein. Bis zu 3 Eier täglich sind kein Problem, vor allem nicht, wenn die Eier aus artgerechter Haltung kommen, also Bio, und wenn die Eier schonend zubereitet werden, also lieber das Ei kochen oder sorgfältig ein Spiegelei damit machen, anstatt es zu frittieren oder sehr hart oder sehr, sehr stark zu erhitzen und damit sehr aggressives Rührei zu machen. Aber Eier an sich, kein Problem. Erhöhen auch nicht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So, Fleisch. Fleisch ist kein Killer. Wie Fleisch von den meisten Menschen konsumiert wird und wie Fleisch in Studien untersucht wird. Das hier, das ist das ungesunde rote Fleisch aus Massentierhaltung, viel Omega-6. Nur die Edelteile, also nur das Gulasch, nur das Hackfleisch, verarbeitet Fastfood. So sollte Fleisch nicht konsumiert werden. Und so sollten Tiere nicht gehalten werden. Rotes Fleisch gesund, aus artgerechter Haltung, viel Omega-3, wenig Omega-6, insgesamt weniger Fettgehalt. Das ganze Tier sollte gegessen werden, also nicht nur das Gulasch, nicht nur das Filet und das Hackfleisch, sondern auch die Knochen, die Innereien, die weniger edlen Teile. Rotes Fleisch sollte unverarbeitet sein im Idealfall, keine Wurstprodukte und es sollte schonend zubereitet werden. Wenn das der Fall ist, erhöht Fleisch nicht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und erhöht auch nicht den Cholesterinspiegel im Übermaß. Dieses Fleisch hier schon. Bitte da unterscheiden. Kommen wir zu Kaffee und Grüntee. Grüntee ist da ganz gut untersucht und Grüntee
korreliert auch invers mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, je mehr Grüntee getrunken wird, desto besser. Grüntee ist reich, nicht nur an Koffein, okay, sondern an Polyphenolen, die Blutgefäße schützen. Ist auch gut untersucht, vor allem in japanischen Studien. Je mehr Grüntee konsumiert wird, desto weniger sterben Leute an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also Grüntee, super. Was ist mit Kaffee? Kommt da jetzt noch was? Nee, Kaffee. Bei Kaffee ist es wichtig, ist er gefiltert oder nicht, weil gefilterter Kaffee senkt den Cholesterinspiegel. Ungefilterter Kaffee kann den Cholesterinspiegel erhöhen, weil Kaffee enthält zwei Sterole, die den Cholesterinspiegel erhöhen können, die Cholesterinbildung erhöhen. Das heißt, wer einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, wer Probleme hat, wer Vorerkrankungen hat, der sollte Kaffee gefiltert trinken. Gefilterter Kaffee senkt den LDL-Cholesterinspiegel und ist sehr, sehr reich an Antioxidantien. Wer einen erhöhten Cholesterinwert hat, Probleme hat, der sollte Kaffee filtern und ihn nicht ungefiltert trinken. Ja. So, Ballaststoffe. Ist auch gut untersucht. Beobachtungsstudien haben gezeigt, dass die Aufnahme von Ballaststoffen mit einem verringerten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden ist. Denn wasserunlösliche Fasern, also auch Zellulose, haben eine schnelle Magenentleerung und können als solche die Transitzeit im Darm verkürzen und das Stuhlvolumen erhöhen, wodurch die Regelmäßigkeit der Verdauung erhöht wird. Die empfohlenen Tagesdosen für die Gesamtballaststoffaufnahme von Männern und Frauen betragen zwischen 25 und 38 Gramm, ungefähr 30 Gramm am Tag. Ballaststoffe fördern unsere Verdauung, Ballaststoffe erhöhen die Bildung von Gallensäuren und Ballaststoffe verhindern, dass die Gallensäuren dann wieder in den Körper aufgenommen werden. Das heißt, das Cholesterin wird aus dem Körper ausgeschieden. Deswegen ausreichend Ballaststoffe in der Ernährung, ganz wichtig. Was sind gute Ballaststoffquellen in der Ernährung? Minimum sind 30 Gramm am Tag, besser 50. Gute Ballaststoffquellen in der Ernährung sind Vollkorn, also Sauerteig und Hafer. Sauerteigprodukte und Hafer sind für mich auch zur Cholesterinsenkung ganz wichtig. Was nicht Hafer und nicht Sauerteig ist, also Toastbrot, auch Vollkorntoast. Nein, Hülsenfrüchte sind super Ballaststoffquellen. 100 Gramm Bohnen, enthalten, glaube ich, 20, 30 Gramm Ballaststoffe bereits. Frisches Obst und Gemüse, Beeren, Pilze, Nüsse, Samen, vor allem Leinsamen, bin ich ein Riesenfan von. Das sind gute Ballaststoffquellen in der Ernährung. Das ist die Grundlage für eine gesunde Ernährung, die euch auch mit ausreichend Ballaststoffen versorgt. Ballaststoffe haben wirklich die direkte Folge, dass der Körper mehr Cholesterin ausscheidet. Antioxidantien sind wichtig, denn sie senken nicht nur den LDL-Cholesterinspiegel, sondern senken auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Antioxidantien lindern chronische Entzündungen und verhindern die Oxidation von LDL-Cholesterin. Was sind Antioxidantien in der Ernährung? Alles, was sehr farbenfroh, sehr bunt und sehr intensiv aussieht, ist in der Regel reich an Antioxidantien. Besonders wertvoll sind die Vitamine C und E. Es sind die Triterpene aus Reishi, Chaga und Shiitake, die den Cholesterinspiegel von 10 bis 35% senken können. Pilze sind enorm wertvoll. OPC aus roten Trauben, etwa 10%, Katechin aus Grüntee, etwa 10%, Flavanole aus Kakao und dunkler Schokolade, also kein Zucker, sondern wirklich dunkle Schokolade, 10%, Knoblauch, 12% ungefähr, grünes Gemüse, Bittergemüse, auch Artischocken, 10 bis 15% Cholesterinsenkung. Wichtig bei Kakao, die Flavanole kann der Körper nur aufnehmen, wenn keine Milch dabei ist. Also eine Tasse Kakao mit Milch. Damit kann der Körper nichts anfangen, aber eine dunkle Schokolade mit 90% Kakaoanteil schon. Ja, Antioxidantien, diese Lebensmittel sind noch gut untersucht und senken den Cholesterinspiegel nachweislich, wenn wir sie regelmäßig konsumieren. Ich schaue, dass ich jeden Tag mit Knoblauch koche, mit Olivenöl, grünes Gemüse jeden Tag auf den Teller kommt. Ich esse jeden Tag ein Stück dunkles Schokolade. Ich trinke an den meisten Tagen viel Kaffee und Grüntee. Trinke hier und da mein Glas Rotwein. Ich esse viele Beeren das ganze Jahr über. Ich esse sehr viele Pilze und auch viele Pilzextrakte. Also, so könnte auch eine Ernährung angepasst werden, wenn der Cholesterinspiegel erhöht ist. Entzündungshemmende Gewürze wie Kurkumin sind auch wichtig und gesund, aber
Gewürze können den Cholesterinspiegel nicht so stark senken, senken aber die Entzündungswerte. Deswegen möchte ich auch dazu ermuntern, viel mit Gewürzen zu kochen, viel mit frischen Kräutern zu kochen. Vor allem Gewürze bringen nicht nur Pep und Aroma in die Küche, sondern sind auch wichtig zur Entzündungslinderung. Beispielsweise, wer viel Kurkuma isst, da gibt es Studien, da haben sich die Entzündungsmarke innerhalb weniger Wochen halbiert. Und auch, ja, also das war jetzt eine Studie mit Typ 2 Diabetes-Patienten, der nüchtern Blutzucker hat abgenommen. Also weniger Entzündungen im Körper hat viele, viele Vorteile. Aber senkt jetzt nicht so stark direkt die Cholesterinwerte wie diese Sachen hier zum Beispiel. Verzeihen, das war laut. So, Nüsse. Nüsse sind auch wertvoll. So eine Handvoll Nüsse darf absolut in eine gesunde Ernährung mit rein, solange es nicht geröstet und gesalzen oder frittiert ist. Also Nicknacks haben nichts mit Nüssen zu tun. Zumal Erdnüsse keine Nüsse sind, sondern Hülsenfrüchte. Aber gut. Das ist auch gut untersucht worden in Studien. Regelmäßiger Nusskonsum reduziert die Mortalität bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen um etwa 20%. Schlaganfallmortalität, Schlaganfallhäufigkeit senkt den Gesamtcholesterinwert und den LDL-Cholesterinwert. Also so eine Handvoll Nüsse dürfen absolut in die Ernährung mit eingebaut werden. Vitalpilze werden auch sehr, sehr untersucht. Sehr, sehr untersucht, werden sehr unterschätzt und gut untersucht wissenschaftlich. Regelmäßiger Konsum von Pilzen senkt den Cholesterinspiegel bei Hypercholesterinämie, denn Pilze sind sehr reich an Ballaststoffen, verändern die Darmflora in einer Weise, dass die Darmflora vermehrt Cholesterin ausscheidet. Vitalpilze enthalten viele Bitterstoffe. Bitterstoffe regen die Gallenproduktion an. Gallenproduktion bedeutet, Cholesterin wird ausgeschieden. Vitalpilze wie Cordyceps und Reishi unterstützen die Schilddrüse. Und Pilze enthalten Statine in geringen Mengen. So ähnlich wie roter Reis. In geringen Mengen heißt ein bisschen, aber nicht so stark wie medikamentöse Gabe von Statine. Und das zusammengenommen hat sich in Studien gezeigt, dass Pilze wirklich auch sehr, sehr stark den Cholesterinspiegel senken können und das Risiko für die LDL-Cholesterinoxidation senken kann. Besonders effektiv, meiner Meinung nach, Reishi, Shiitake, Maitake, die drei. Judasohr, das sind diese chinesischen Glibbermorchel aus dem Pilz Kräuternseitling und Löwenmähne. Was bei Shiitake stark ist, Shiitake enthält einen Stoff, der heißt Eritadenin. Eritadenin senkt die Cholesterinsynthese in der Leber und hemmt die Bildung von Blutgerinnseln, also ein sehr, sehr ähnlicher Effekt wie Aspirin. Und Reishi enthält wahnsinnig viele Bitterstoffe, ja, und unterstützt die Schilddrüse. Also bitte Pilze nicht unterschätzen. So, aktive Entspannung. Wenn wir über Cholesterin reden, sollten wir auch über Entspannung reden, weil Stress erhöht Cholesterin und erhöht das Herzinfarktrisiko. Stressreduktion und aktive Entspannung senken den Cholesterinspiegel. Das würde jetzt einige überraschen. Ist so. Aktive Entspannung ist zur Stressreduktion hinsichtlich Cholesterin genauso wertvoll wie ausreichend Schlaf. Wir müssen ausreichend schlafen, um gesund zu sein. Wir sollten uns aber auf aktiv entspannen. Also Schlaf allein kann nicht ausreichen. Aktive Entspannung heißt spazieren gehen, in den Wald gehen, Sport treiben, Yoga, Meditation, ne? Solche Sachen. In Studien können Entspannungsmaßnahmen wie die genannten, und hier sind die Studien aufgeführt, die kann jeder nachlesen, Cholesterin und weitere Marker für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich verbessern. In der Regel sinkt der Cholesterinspiegel durch regelmäßige Meditation und Yoga um etwa 10%, Ausdauersport sogar noch ein bisschen mehr. Bei Sport ist wichtig, dass es einen Entspannungscharakter hat. Also kein Trainingscharakter, kein Leistungssport, kein jeden Tag ans absolute Maximum gehen, sondern der Sport sollte wirklich zur Entspannung da sein. Lockeres Joggen, wo wir uns bewegen und schwitzen, ja, aber jetzt nicht komplett aus der Puste kommen. Omega-3-Fettsäuren habe ich mir fast bis zum Ende aufgehoben, weil, sei es mal so, eine ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren lindert das Risiko für plötzlichen Herztod, also Schlaganfall, Herzinfarkt, um bis zu 90%. Kein Medikament dieser Welt schafft das.
Das wurde ganz gut untersucht. Hier in dieser Studie kann ich das jedem empfehlen, wenn es interessiert, mal nachzulesen. Es gibt einen Omega-3-Index, das ist der Anteil an Omega-3-Fettsäuren in den Zellmembranen in unserem Körper. Wenn der Omega-3-Index von 3,9% auf über 7% erhöht werden kann, ist das Risiko für einen Herz-Kreislauf-Inzidenzfall um 90% reduziert. Und wer einen Omega-3-Index von über 7% hat, hat ein 90% geringertes Risiko für einen Tod durch Herzinfarkt, Schlaganfall und plötzlichen Herztod. Kein Medikament dieser Welt schafft das. Also neben der gesunden Ernährung, Stressreduktion, eine ausreichende Omega-3-Versorgung absolut essentiell. Deswegen empfehle ich auch Omega-3-Fettsäuren so, so häufig zusammen mit Vitamin D. Wie viel brauchen wir Omega-3-Fettsäuren für einen Index von über 7%? 2 bis 3 Gramm Omega-3-Fettsäuren täglich reichen dafür aus. Eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren, die ich empfehle, packe ich mit ins Skript und in die E-Mail, die jeder gleich bekommt. Ja, Omega-3 bitte nicht unterschätzen. In Studien, die ausreichend und auch qualitativ gute Omega-3-Fettsäuren geben, ist ein ganz, ganz klarer Effekt hinsichtlich Herz-Kreislauf-Gesundheit. Es gibt viele Studien, die sagen, Omega-3 bringt nichts. In diesen Studien wird zu wenig gegeben. Wenn genug gegeben wird, dann haben wir auch Vorteile für unseren Körper, die wir messen können und die teilweise alle bekannten Medikamente weit in den Schatten stellen. So, Vitalpilze in rauen Mengen. Warum sage ich das? Es gibt viele interessante Fütterungsstudien an Ratten, Kaninchen, Mäusen, wo den Tieren wirklich viel Pilz und das Futter gemischt wird. Also die essen jeden Tag 5% Pilze in ihrem Futter. 5%, das sind vielleicht, das ist für ein Tier relativ viel. Für den Menschen wären es wahrscheinlich ein paar Kapseln Extrakt am Tag. Okay. Die Tiere werden meistens so gefüttert, dass ihr Cholesterinwert steigt und dann bekommen sie Pilze, um zu messen, was es bringt. Wenn die Tiere regelmäßig auch mit Pilzpulver gefüttert werden, zeigt sich, dass die mehr Cholesterin über den Stuhl ausscheiden, dass die weniger Cholesterin in der Leber bilden, dass VLDL und LDL extrem sinkt und dass die Darmflora sehr viel ausgewogener ist. In Ergebnissen. Und bei Tieren fällt das ein bisschen krasser aus, weil Tiere, also Kaninchen und Ratten und Mäuse fressen in der freien Natur keine Ernährung, die ihren Cholesterinwert explodieren lässt. Im Labor schaffen wir das. Deswegen, diese Werte hier können nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen werden, aber geben schon mal ganz gute Indizien. Fütterung mit Kräuterseitling, Senkung des LDL-Cholesterins um 60%. Kein Statin dieser Welt schafft das. Fütterung mit Shiitake, Senkung des LDL-Cholesterins um 75%, Triglyceride um 53%. Das ist enorm. Bitte nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen. Tiere reagieren auf eine fettreiche Ernährung oder diese Tiere reagieren auf eine Laborfetternährung sehr stark. Aber das zeigt schon mal, wie stark Pilze sein können. Shiitake bekommt man relativ, also in gut sortierten Supermärkten immer häufiger. Austernpilz und Kräuterseitling mittlerweile auch immer häufiger. Nicht nur können Pilze LDL-Cholesterin und Triglyceride stark senken bei erhöhten Werten, auch, das ist eine sehr, sehr interessante Studie, die in Japan gemacht wurde, die Triterpene aus Reishi, also Reishi-Extrakt, ist eine der wenigen Lebensmittel, die sehr effektiv verhindern können, dass LDL-Cholesterin im Blut oxidiert. Ihr erinnert euch, ein entscheidender Schritt bei der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist die Oxidation von Cholesterin im Blut. Und Reishi-Extrakt ist einer der Stoffe, die sehr effektiv diese Oxidation verhindern können. Noch stärker als OPC, Vitamin C, Aspirin. Das ist eine Studie, die in Japan durchgeführt wurde. Da wurden Kaninchen, und Kaninchen sind dafür gut geeignet für diese Art von Studien. Die wurden so gefüttert, dass ihr Cholesterinwert stark gestiegen ist und die Atherosklerose entwickelt haben.
Und dann wurden den Kaninchen Statine gegeben oder ein Placebo oder Reishi-Extrakt. Reishi-Extrakt hat den Cholesterinspiegel sehr stark reduziert und hat die arteriellen Ablagerungen um 50 bis 70% reduziert, beziehungsweise 50% plus minus 15%. Was das bedeutet, wir gucken uns mal hier an. Das sind mikroskopische Aufnahmen von Cholesterinproteinen im Blut. Und rot eingezeichnet ist das oxidierte LDL-Cholesterin. So sieht es normalerweise aus. So sieht es aus, wenn die Kaninchen Atherosklerose entwickeln. Ihr seht ganz viel Cholesterin oxidiert. Und dann haben wir den Kaninchen Reishi-Extrakt gegeben. Geringer Konzentration, mittlerer Konzentration und viel Reishi-Extrakt. Und was seht ihr? Reishi-Extrakt kann sehr effektiv verhindern, dass LDL-Cholesterin oxidiert. Und das in dieser Studie so stark wie ein Statin. Statin wirkt auch antiinflammatorisch und senkt das Cholesterin. Reishi-Extrakt konnte auch das Cholesterin sehr stark senken und vor allem Reishi-Extrakt konnte die Oxidation von Cholesterin verhindern, ungefähr auf dasselbe Level wie bei der Kontrolle, wo keine Atherosklerose vorliegt. Ich hoffe, das war verständlich und es zeigt schon mal, dass auch hier Vitalpilze wie Reishi sehr unterschätzt und sehr effektiv sein können. Tatsächlich, in vielen Studien hat sich gezeigt, dass entweder Reishi pur hochdosiert oder die Mischung aus Reishi, Shiitake und Maitake viele Vorteile bilden, wenn man die drei miteinander kombiniert. Weil jeder Pilz hat ein bisschen seine Vorteile. Reishi, Shiitake, Maitake haben wir Synergieeffekte, die wir nutzen können. Alle drei können den Cholesterinspiegel senken, senken auch die Cholesterinbildung, erhöhen die Cholesterinausscheidung, lindern Stress, vor allem der Reishi ist stresslindernd, verhindern die Gerinnung von Blutgerinnseln, sind entzündungslindernd und unterstützen das Immunsystem. Und diese drei Pilze in Kombination, da haben wir viele, viele Vorteile, die wir gleichzeitig nutzen können. Und das ist jetzt auch eine Empfehlung am Ende. Ich denke, ich habe viele gute Tipps hier mitgeben können, wie jeder ein bisschen besser seine Cholesterinwerte versteht und auch ein bisschen eigenverantwortliche Entscheidungen treffen kann. Eine sehr effektive Möglichkeit, um als Starthilfe das zu sehen, aber auch nachhaltig an seinen Cholesterinwerten zu arbeiten, aber auch dabei zu helfen, dass dieses Cholesterin im Blut nicht weiter oxidiert. Das heißt, auch die Entzündung lindern, sind Vitalpilze eine sehr gute Empfehlung, die ich jetzt am Ende noch gerne geben möchte. Wer Extrakte aus Shiitake, Maitake und Reishi gerne nutzen möchte, bitte nicht auf Amazon gehen und ein Billigpräparat kaufen. Drei von vier Vitalpilzprodukten auf dem Markt enthalten keine oder nur Spuren von Pilzen, sind also gefaked. Ich empfehle, wer Extrakte aus Vitalpilzen gerne für sich nutzen möchte, für die Herz-Kreislauf-Gesundheit, unter anderem zusammen mit Omega-3-Fettsäuren, empfehle ich, auf ein qualitativ hochwertiges Produkt zurückzugreifen. Qualität hat seinen Preis. Aber ich bin mir sicher, dass viele hier gerne diese Starthilfe nutzen möchten. Das unterstützt auch meine Arbeit. Es gibt ein Produkt von der spanischen Firma Hifasaterra und das ist die höchste Qualität, die ich kenne bei Vitalpilzen. Bio, absolut schadstofffrei, hochkonzentriert, hochdosiert, Dualextrakt. Wirklich Vitalpilzextrakte in der absolut höchsten Potenz, die es aktuell gibt. Gibt es ein Produkt namens Mikomix. Das ist eine Mixtur aus Reishi, Shiitake und Maitake-Extrakt. Extra dafür ausgelegt, für gute Cholesterinwerte und zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Gesundheit. Wer das gerne nutzen möchte als Starthilfe, habe ich für die Teilnehmer von diesem Webinar ein kleines Paket mit der Firma Hifasaterra abgesprochen, zusammen aus zwei Packungen Mikomix und Vitamin C. Das erhöht die Aufnahmerate von den Extrakten in den Körper um 30%. Für alle Teilnehmer dieses Webinars einen Preisnachlass von 15 Euro. Das sind Tageskosten von etwa 2 bis 4 Euro.
Eine gute Dosierungsempfehlung wären 1 bis 2 Kapseln am Tag, zusammen mit Vitamin C. Also wer gerne ein bisschen höher dosiert machen möchte, 2 bis 3 Kapseln am Tag sind gut möglich. Wer sagt, ich möchte gerne ein bisschen nachhaltiger, ich möchte die Pilze zwar nutzen, aber ich möchte, dass das lange hält, eine Kapsel am Tag mit Vitamin C kurz vor einer Mahlzeit, dann hält es ungefähr 3,5 bis 4 Monate. Das sind dann Tageskosten von 1,50 bis 2 Euro. Wer gerne 2 bis 3 Kapseln Extrakt am Tag einnehmen möchte, ein bisschen höher dosiert, gute Starthilfe. Und das sieht man dann auch nach 4 bis 6 Wochen bereits erste Ergebnisse im Blut. Hält es ungefähr 1 bis 2 Monate. Das sind dann Tageskosten von 3 bis 4 Euro. Wer das gerne nutzen möchte, bekommt ihr in der E-Mail. Die E-Mail müsstet ihr auch jetzt in eurem Posteingang haben. In der E-Mail ist der Link zu diesem Angebot für die Teilnehmer von diesem Webinar. Das sind solide 15 Euro, Tageskosten von überschaubaren 1,50 bis 4 Euro. Unterstützt auch meine Arbeit, weil ich eine Provision daran verdiene. Den Link findet ihr jetzt auch im Chat, hier irgendwo im GoTo-Webinar-Fenster. Müsste jetzt irgendwo ein Fragezeichen aufgehen und da ist auch der Link zu finden. Pilzextrakte vertragen sich auch mit Statinen und mit Medikamenten. Das wurde gut untersucht. Also wer Statine einnimmt bereits und die Pilzextrakte dann noch als Hilfe dazu nimmt, der kann, wenn die Cholesterinwerte sinken, in Absprache mit dem Arzt möglicherweise auch die Statindosierung mit der Zeit senken. Ja, vertragen sich. Und eben, ich hoffe, die Studien haben auch gezeigt, dass da viele Vorteile in den Vitalpilzextrakten schlummern. Sie sind keine Pflicht, aber wer gerne diese Starthilfe oder diese längerfristige Unterstützung nutzen möchte, den Link findet ihr an der E-Mail, die ihr jetzt im Posteingang habt und solide 15 Euro Preisnachlass. So, das kleines Vorweihnachts-Special. Dann möchte ich jetzt nochmal am Ende eine kurze Zusammenfassung geben. Knapp 70 Minuten sind wir jetzt fast am Ende. Nochmal eine kurze Zusammenfassung von diesem Webinar, wie du deine Cholesterinwerte senken und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren kannst. Statineinnahme, wenn es unbedingt nötig ist, dann mit Q10 ergänzen und mit dem Arzt über die alternative roten Reis sprechen. Wenn die Cholesterinwerte erhöht sind, aber kein starkes Risiko ist, dann müssen die Statine auch nicht zwangsläufig gegeben werden. Wenn bereits eine Erkrankung vorliegt, wenn bereits ein kardiovaskuläres Event wie Herzinfarkt, Schlaganfall schon mal stattgefunden hat und immer noch die Werte erhöht sind und die Entzündungsmarker erhöht sind, dann kann man auch über Statine reden. Nicht nur Gesamtcholesterin angucken, sondern auch HDL, LDL, Triglyceride untersuchen und die anderen Risikofaktoren. Schilddrüsenunterfunktion abklären. So ungefähr jede dritte Frau in Deutschland hat eine Schilddrüsenunterfunktion mittlerweile. Und wenn die Schilddrüse nicht gut arbeitet, steigen auch die Cholesterinwerte im Blut. Ausreichend Schlaf, aktive Stressreduktion und körperliche Bewegung sind sehr wichtig. Ernährung sollte Fokus liegen auf Obst, Gemüse, Beeren, Pilzen, Nüssen, Fisch, pflanzlichen Ölen, Grüntee und gefilterten Kaffee. Fleisch und Eier bitte nur Bio und nur unverarbeitet. Und über eine Nahrungsergänzung mit Omega-3-Fettsäuren, 2-3 Gramm täglich. Eine Produktempfehlung findet ihr in der E-Mail mit dem aktuell besten Anbieter und Vitalpilzextrakte nachdenken. Und auch ein Link zu den Vitalpilzextrakten findet ihr im Skript, im Chat und in der E-Mail, die ihr jetzt bekommen habt. So. Das war's. Ach, jetzt habe ich hier noch das. Ja, schaut. Okay, erwischt. Hier war ich faul. Hier habe ich immer noch das Bild vom Gelenke-Webinar erwischt. Okay. An der Stelle vielen, vielen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Ich mache mich jetzt mal wieder groß. Schau. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit an der Stelle. Und das Gelenkebild am Ende haben wir jetzt alle nicht gesehen. Okay, das bleibt unser kleines, dreckiges Geheimnis. Vielen Dank auch für die Fragen, die jetzt bestimmt während des Webinars schon eingetroffen sind. Wir haben jetzt noch
ausreichend Zeit, um noch Fragen zu klären. Es werden jetzt auch sicher viele, viele Fragen kommen zum Cholesterin. Das ist kein medizinischer Rat, den ich hier gebe. Das sind Aufklärungsinformationen und damit jeder eigenverantwortlich handeln und auch sein Risiko reduzieren kann. Aber ich mache das auch alles für euch. Also vielen Dank dafür. Und ich freue mich jetzt noch auf die Frage-Antwort-Runde. Ihr habt jetzt eine E-Mail bekommen mit der Aufzeichnung, mit dem Skript, mit weiteren Tipps und Tricks, mit den Produktempfehlungen, die auch meine Arbeit unterstützen. Und ja, die Aufzeichnungen, die Skripte könnt ihr auch gerne weiterleiten. Also wenn ihr Bekannte, Verwandte, Freunde habt, Partner, die das interessieren könnte, leitet es gerne weiter. Je mehr wir damit erreichen, desto besser. Und wenn noch Fragen sind, die ihr mir jetzt stellen wollt im Chat, dann haben wir jetzt noch ausreichend Zeit. Ansonsten schreibt mir gerne eine E-Mail. Wenn ich dann wieder Zeit habe, werde ich diese E-Mail beantworten. Die Zeit nehme ich mir dann noch gerne und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall schon mal noch einen schönen Abend. Und wenn wir uns jetzt gleich in der Live-Fragerunde nicht mehr sehen, noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Und für alle, die jetzt noch da bleiben, freue ich mich jetzt noch auf die Live-Fragerunde und bis gleich.